Wir waren da nur insgesamt 15 Bewerber auf die Stelle, haben da dann eine Art Hausübung bekommen. Wir mussten einfach 3 Fragen ausarbeiten und beim nächsten Termin präsentieren. Das Gespräch selbst ist halt dann per Du abgelaufen und ich habe einfach ehrlich von mir erzählt, von meiner Ausbildung und was ich schon bisher gemacht habe. Und man hat dann auch relativ schnell gemerkt, dass das einfach auch persönlich passt. Ich bin quasi mit unserem Projekt, also unserem Entwicklungsleiter, zu zweit im Raum gewesen. Und es war ein sehr angenehmes Gespräch. War also nicht sehr fachlich, sage ich mal, sondern es ging eher ums Menschliche. Hat man doch Bewerbungsgespräch, da sage ich mal, so Chor und hohe Schuhe. Und dann habe ich aber innerhalb von 10 Minuten so Blasen gekriegt, dass ich es ausgezogen habe und doch die Ballerinas angezogen habe. Es ist einfach um die echte Person gegangen und nicht um irgendein Idealbild, was super Noten schreibt und immer noch Ansage gehabt hat. Aufs Vorstellungsgespräch selbst, also nach der Präsentation, habe ich mich nicht vorbereitet, weil ich glaube, es ist einfach ein Grundsatz von Elements, dass man einfach authentisch wirken soll. Man sollte jetzt nicht natürlich in der Jogginghosen kommen, wobei das glaube ich bei uns jetzt auch nicht so tragisch wäre. Sie haben da sehr stark einmal auf die Persönlichkeit geschaut. Kann uns der überhaupt vertreten gegenüber einem Kunden? Kann der überhaupt die Themen entsprechend bearbeiten? Und dann aber sehr wohl auch darauf, ob ich überhaupt die fachlichen Mittel habe, um das entsprechend zu machen, weil das beste Auftreten hilft ja nichts, wenn man nicht im Hintergrund einfach den Background hat.